Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Amazon ist ziemlich beliebt bei Kunden, die im Internet bestellen. Bei den Mitarbeitern hat sich in der letzten Zeit anscheinend die Begeisterung in Grenzen gehalten, denn es kam zu Streiks. Was heißt das jetzt für Amazon? Was heißt das auch für die Aktie? Zu dem Thema begrüße ich jetzt ganz herzlich Heiko Geiger von Vontobel. Er ist mir jetzt von der Börse aus zugeschaltet. Herr Geiger, ich habe es gerade angesprochen, Amazon beliebt bei den Kunden, die Mitarbeiter streiken allerdings. Was bedeutet das jetzt für die weitere Geschäftsentwicklung im Moment bei Amazon? Wie könnte sich das auswirken? Hallo Frau Gräbe. Nun, das ist natürlich eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ist es natürlich ein sehr punktuelles Streikproblem hier im deutschen Markt, wobei der deutsche Markt natürlich auch signifikanten Anteil am Gesamtmarkt von Amazon hat. Wenn man bedenkt, im ersten Quartal hat das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 22% hingelegt. Wir stehen hier bei über 16 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon eine Marktmacht für den weltgrößten Online-Händler. Und das stellt sich hier natürlich die Frage, inwieweit man sich das erlauben kann, hier in der Öffentlichkeit zu stehen. Letztendlich geht es ja darum, dass Amazon seine Tarifverträge an der Logistikbranche orientiert, während die Mitarbeiter sich eher im Bereich des Einzelhandels sehen, also hinter der Gewerkschaft Verdi stehen und dementsprechend auch hier mit höheren Löhnen verbunden sind. Und das ist ja letztendlich hier der Anstoß des Streits. Und muss man mal abwarten, wie sich hier das Unternehmen verhält. Auf der anderen Seite, wenn man uns das Thema Steuern anschauen, wo Amazon ja auch neben anderen US-Firmen im Presse- oder im Medienfokus stand, auch hier hat man Lösungen gefunden. Von daher denke ich, gehen Marktteilnehmer auch davon aus, dass dieses Problem temporär ist und man hier auch sehr lösungsorientiert an einer schnellen Beseitigung arbeitet. Wie kann man generell bei Amazon noch weitere Wachstumsmöglichkeiten, weitere Wachstumspotenziale hier aktivieren? Was könnte da zum Wachstumstreiber werden für die Zukunft? Nun, man ist ja immer wieder überstaunt, auf welche Ideen Jeff Bezos bei Amazon kommt. Angefangen hat er als Online-Buchhändler. Mittlerweile können Sie ja nahezu sämtliche Güter über Amazon beziehen und sowohl physische als auch digitale Güter. Und den neuesten Coup, den es dort gibt, das nennt sich Amazon Fresh. Da geht es um Lebensmittel, die innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert werden. Es gab ein Pilotprojekt in Seattle, wo man sich quasi den Gang zum Supermarkt sparen kann, weil man morgens eben seinen Einkaufszettel dann online eingibt und im Laufe des Tages bekommt man die Produkte geliefert. Das soll jetzt auf den Großraum Los Angeles ausgedehnt werden. Also hier auch ein ganz neues Standbein, wo man doch auch anfängt, an große Einzelhandelsunternehmen wie Walmart anzugreifen. Auf der anderen Seite hat man jetzt im Mitte Juni das neue Kindle, das neue Tablet eingeführt, wo man auch jetzt davon weggeht, es als reinen E-Book-Reader zu nutzen, sondern eben viel Größeres vorhat, nämlich Apple anzugreifen mit dem iPad. Und wenn man sich die sehr aggressive Werbung, die jüngst auch in Deutschland geschaltet ist, auf YouTube kann man das anschauen, dann geht man hier sehr aggressiv vor. Also man vergleicht Produkte und suggeriert dem Käufer, dass sie nahezu identisch sind, auch was die Technologie, was das Design angeht, aber das Ganze letzten Endes zum halben Preis kriegt, nämlich für 270 Euro. Dann merkt man schon auch, mit welcher Gewalt Amazon hier in den Markt für Tablet-Computer eintreten will. Kritik hier oder ein bisschen Negativpunkt ist, dass das Ganze natürlich sehr stark an die Amazon-Plattform gebunden ist. Nun, da kann man erwidern, das ist bei Apple natürlich auch so mit iTunes. Auf der anderen Seite steckt natürlich ein Riesenfundus an Produkten und an digitalen Medien dahinter, dass man das ebenso wie bei Apple auch dann eventuell beiseite schieben könnte. Also es gibt viele Pfeile noch im Köcher von Amazon, den einen oder anderen. Ich habe es kurz skizziert, von daher spiegelt das Ganze natürlich auch ein Stück weit die Begeisterung der Marktteilnehmer am Aktienkurs wider. Begeisterung am Aktienkurs, super Stichwort. Schauen wir auf den 3-Jahres-Chart hier von Amazon. Allerdings drängt die Zeit ein bisschen, also ganz kurz. Die Aktie ist sehr gut gelaufen. Wie viel Potenzial bietet sich da überhaupt noch nach oben? Ist da noch Luft? Wir notieren ja fast am Allzeithoch. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, hier Kursziele auszurufen, sowohl für die technischen Analysten als auch für die eher fundamental orientierten. Aber wenn man sich mal anschaut, was die Analysten von Bloomberg sagen, da haben wir momentan 30
die die Aktie auf Kaufen setzen, 12 auf Halten und lediglich 2, die sie auf Verkauf setzen. Also ein sehr bullisches Sentiment bei den Analysten. Das 12-Monats-Kursziel ist auf 315 US-Dollar ausgerufen, also bei einem aktuellen Stand von 281 durchaus noch Luft nach oben für die Aktien. Genau, man muss natürlich beim Chart immer noch unterscheiden, ob in Euro oder Dollar. Gerade haben wir den in Euro gesehen. Was bietet jetzt aktuell bei diesem Stand der Dinge und bei diesem Kurs der Zertifikatemarkt auch für Anleger? Nun, für die Anleger, die eben davon ausgehen, dass nicht mehr allzu viel Luft nach oben ist und dass ich bei einem Allzeithoch nicht unbedingt hier Vollgas auf die Long-Seite gehen soll, da bieten sich beispielsweise Bonus- oder Bonus-Cap-Zertifikate an. Denn hier kann ich beispielsweise mit einem attraktiven Bonuslevel in der Höhe des 12-Monats-Kursziel mich festlegen und bekomme dann einen Risikopuffer von beispielsweise 25%, wie wir es hier im Produktbeispiel sehen. Also ich habe hier einen Bonuslevel bei 330 US-Dollar, nochmal 15 Dollar über dem 12-Monats-Kursziel der Analysten und gleichzeitig eben noch einen Risikopuffer von 25%, nämlich eine Barriere bei 210 US-Dollar. Das heißt, die Aktie kann in der Laufzeit bis 210 US-Dollar sinken und der Anleger bekommt zum Laufzeitende immer noch die 330 US-Dollar ausgezahlt. Wir haben hier eine Verzinsung oder eine Rendite von 15,5% bei einer Barriere und einem Risikopuffer von 25%. Ich glaube, das ist gerade in der momentanen Marktphase ein ganz interessantes Chance-Risikoprofil, vor allem auch mit Blick auf einen relativ überschaubaren Anlagehorizont von einem Jahr. Schauen wir am Schluss noch ganz kurz auf die Risiken, dann ist die Zeit nämlich leider auch schon vorbei. Gut, in erster Linie ist natürlich das Währungsrisiko zu betrachten. Die Aktie notiert in US-Dollar, das Zertifikat in Euro. Und zum Zweiten hat man es natürlich mit einem gewissen Barriererisiko zu tun. Sollte die Barriere bei 210 US-Dollar gerissen werden, nun, dann wandelt sich dieses Zertifikat in eine Art Index-Aktienzertifikat um. Das heißt, es verhält sich dann wie die Aktie ohne Dividendenanspruch. Und sollte die Aktie dann natürlich ins Bodenlose sinken, dann wäre natürlich im schlimmsten Fall auch der Anleger hier mit daran beteiligt. Es sei denn, er hat natürlich clevererweise einen Stop-Loss ins Orderbuch reingestellt und würde natürlich dann im Vorfeld das Produkt verkaufen. Herr Geiger, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gern, Frau Greber. Ihr liebe Zuschauer, das war's für diese Ausgabe von Zertifikate aktuell. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.